So, hallo, grüßt euch. Ja, heute ist Donnerstag und jetzt geht es daran, hier mein Sturmholzfichte zu sägen. Aber vorher werden die Stämme, die Stammabschnitte erst noch entrindet. Ja, das habe ich hier schon angefangen. Geht relativ gut, weil die Rinde feucht ist. Die Stämme sind auch relativ nass feucht. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Hier, weil die Rinde, das ist wie Bananenschalen, der gleiche Effekt. Von der Bananenschale kann man rausrutschen und hier auf der Fichtenrinde kann man auch ausrutschen. Deshalb mache ich die mal weg. So. Den ersten Stamm entrindet. Ich hoffe, ich habe euch kurz zeigen können, wie das bei mir hier so abläuft. Also aus dem Stamm soll ja möglichst Schreinerware rauskommen. 50er, 50 mm dicke Bohlen, die dann noch gehobelt werden können. Den Türrahmenbau. Deshalb wird der 5 Meter, etwas über 5 Meter Stamm. Dann noch in der Mitte durchgesägt, 2,50 Meter Abschnitte gesägt und gut, ja, auch besäumt. Ja, das ist ja so noch eine Frage, ob man die gleich besäumt oder erstmal mit Baumkante, wie man so schön sagt, belässt. Weil sie ja entrindet, also kann theoretisch keine die Baumkante mit dabei sein, also unbesäumte Bohlenbretter. Hallo, jetzt geht es gleich wieder in den Sägeeinsatz. Jetzt wird das der erste Stamm zur Probe geschnitten. Der einzigste Stamm heute sein, dann muss ich morgen weiter sägen, dann schon zu spät. Aber ich habe ja mir noch ein paar bisschen Zubehör gekauft. Und zwar hier so ein 3500 Watt Schalter, den ich per Funk schalten kann. Und somit meine Absauganlage, die 3000 Watt ein- und ausschalten kann am Sägewerk. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert oder ob der den Geist aufgibt. So, das zweite habe ich mir hier nochmal so einen hydraulischen Stammheber zugelegt. Ganz einfaches Gerät, aber damit kann ich relativ exakt den Stamm halt anheben und positionieren. Ja, damit ich es in der richtigen Sägehöhe habe. Mit dem Keil war das ein bisschen mühselig. Kommt jetzt auch zum Einsatz, aber nur noch mal zur Unterstützung. Jetzt geht es ans Sägen. Da werden jetzt zwei 50er Bohlenbretter rausgesägt. Zwar hier jetzt ohne Mittenbrett, sondern da wird jetzt die Mitte einfach gesägt und ja, das Bohlenbrett dann halt jeweils oberhalb und unterhalb von der Mitte.
Sonst kriege ich da hier kein Bohlenbrett, keine zwei Bohlenbretter mehr raus. Ja, hier habe ich meine Spezialhalterung gebaut, weil für die Stammstärke wäre das Einspannen sonst zu mühselig. Und deshalb kann ich halt auch das Rundholz schon gleich in der Mitte durchsägen, sonst käme ich da mit der Höhe nicht hin mit den Einspannanschlägen. So, jetzt will ich mal testen, ob meine Fernbedienung funktioniert für meine Absauganlage. Oder ob sie in Flammen aufgeht. Das war wohl nichts, ist kurz angelaufen, aber mehr ist nicht bei rausgekommen. Sie ist noch heil geblieben. Allerdings, wenn ich jetzt damit meine Absauganlage schalten will, springt der Leitungsschutzschalter raus. Warum auch immer, wenn ich hier das Teil benutze. Ja, frisches Holz lässt sich hervorragend sägen. Keine Handschuhe. Klebt schon überall. So, das war das Sägetestergebnis für heute. Ja, hier sieht man halt auch, dass die Feinjährigkeit im Außenbereich ist, im Innenbereich immer schwer erkennen. So, die gesägten Bretter, die werden jetzt hier noch auf der Säge entrindet.
Ja, die Rinde bleibt nicht dran. Ja, herrliches Holz. Keine Bläue, alles richtig schönes Fichtenholz. Hat man lange schon nicht mehr gehabt. Ich hatte ja noch das letzte Mal so einen frischen Käferfang geschnitten. Er war auch noch schön frisch, aber da war die Bläue schon mächtig drin. Ja, was ich diese Woche noch gebaut habe, das ist halt oben in der Scheune ein Lagerplatz für das frische Fichtenholz, wo es nicht stockig ist, luftig ist, aber auch keine Sonne drauf knallt. So, das war es jetzt erstmal für heute. Hallo, grüßt euch. Heute ist Freitag. Jetzt geht es weiter im Sägewerk. Hatte schon noch mal was entrindet, aber muss ich jetzt noch weitermachen und die über 5 Meter langen Stämme muss ich noch mal in der Mitte durchschneiden, weil ich hatte jetzt auch die 4 Meter Bohlenbretter, das waren ja nur so schmale, jetzt oben in die Scheune gelagert. Die waren sehr schwer durch dieses feinjährige Holz und in der Länge bekomme ich die nicht ohne Komplikationen halt in meine Scheune gelagert. Da schälen, eine Kunst für sich. Und zwar liegt die Kunst da drinnen, sich nicht zu verausgaben, weil wer mit Sturkopf und Gewalt arbeiten will, der darf mit dem Schälen nicht anfangen. Manchmal setze ich hier die Schneide zu, macht man mal sauber. Kraft immer wohl dosiert einsetzen. Sonst ist man erstmal schon nach der ersten Bahn fix und fertig. Das wollen wir ja nicht. Ja, jetzt sieht man nochmal, wie sich die Feinjährigkeit ausprägt, dass in der Mitte noch grobjährig ist und dann zum Ende immer feinjähriger. Ja. Jetzt sind die Stammabschnitte alle vorbereitet.
in der Zeit. Die war auch gut. So. Dann geht es jetzt ans Schneiden. Hat wieder einer geschickt hier. Der Holzfuchs war das. Der Holzfuchs, da kann ich euch ja teilhaben lassen. Da habe ich jetzt einen Kommentar geschrieben wegen seinem Kran. Nochmal ein paar positive Worte gesprochen. Hat er sich gefreut. Freut mich auch. War jetzt der erste Schnitt. Jetzt wird es gedreht und dann geht es weiter. So, jetzt muss die Säge auch noch mal kalibriert werden. Ich habe es letztes Mal festgestellt, es ist Skalenmaß ist nicht passend. So, jetzt wird ja die Schnitttabelle geplant. 51, 104, 157, 210. Mit dem machen wir jetzt auch kein Mittenbrett. So, jetzt muss ich erst noch mal den Tank nachfüllen, den Wassertank. Habe ich mich natürlich noch angeschüttet, den Wassertank befüllen. Ja, eigentlich ist er ein bisschen klein, ne? Aber es gibt auch größeren, aber das reicht mir jetzt auch aus. Da muss ich halt mal öfters laufen. So, ja, es geht jetzt bei uns um Schneiden hier jetzt weiter. Jetzt 50er Bohlen. Will ich euch nicht alles zeigen. Ich zeige euch dann nochmal ein Sägeergebnis. Das muss ich erstmal sägen. Ja, der Behälter ist schon gut voll geworden. Jetzt alleine schon durch die zwei Stämme, die ich jetzt gesägt habe.
Ja, das war es jetzt erstmal für heute. Jetzt werde ich erstmal das Sägeergebnis mit der Seilwinde hochziehen an den Lagerplatz. Aufschichten, dann die Säge sauber machen, also die Absauganlage entleeren. Und ja, dann ist erstmal für heute Feierabend. So, das ist jetzt hier das Sägeergebnis. Ich habe jetzt die ersten Sachen, Stämme schon hoch ins Lager gebracht. Das ist jetzt hier der Rest. Das sind jetzt 50er Bohlen, 60er Bohlen und 80er Stammabschnitte, die jetzt aus den dünneren, astigeren noch gesägt worden sind. Und halt die Schwadebretter, 25er. Jetzt habe ich noch 31er Brett mal dabei gemacht, weil es halt gepasst hatte vom Maß. Aber so, das Sägeergebnis. Ja, falls euch mein Video wieder gefallen hat, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, zu abonnieren oder auch Kommentare zu hinterlassen. Da freue ich mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bevor ich es vergesse, ich habe hier zwei große Säcke voll mit Spänen.